Exe, wenn ihr diesen hier besiegen könnt, werde ich euer Angebot überdenken. Wieso ich? Oh, Ranga, du behältst ja einen richtig kühlen Kopf. Gut. Denn wenn du kämpfen würdest, wäre die Exe tot. Das soll mir nur recht sein. Untergebene kämpfen zu lassen, erspart einem die Schande der Niederlage. Hab ich nicht recht, werter Schleim? Ja. Gok, unterhalt dich nicht zurück, zeig's ihm! Warum? Was geht denn hier überhaupt ab, hä? Wenn du gewinnst, lasse ich Kurobe eine Spezialwaffe nur für dich herstellen. Was? Im Ernst? Na, das motiviert ein wenig. Und wenn du verlierst, darfst du Shions Fraß essen. Der Typ ist so gut wie tot. Das war irgendwie nicht sonderlich nett, Meister Rimuru. Meister Rimuru! Und, bist du bereit zu verlieren? Also dann, beginnt! Au! Dabiru! Ihr Exzellenz, die Nachkommen der großen Drachen würden doch niemals gegen einen Hobgoblin. Wie kannst du es wagen? Unmöglich! Er ist fest! Kann es sein, dass Gobuta Schattenfortbewegung nutzen kann? Das war's dann wohl. Der Kampf ist vorbei. Sieger Gobuta. Hervorragend. Gut gemacht. Ja, geschafft. Bravo.